ihr Vater zum Greifen nahe war, würde Anna ihn nicht mehr entkommen lassen. Scheiße. Da waren jetzt alle, da war der Vater drin und Karl war auch mit drin, ne? Geht gleich weiter, meine Lieben, geht gleich weiter. Neue Details, wir haben hier auch was Neues. Erst lesen, dann Level spielen. Ja, erst lesen, dann Level spielen. Leben und Tod des Zeppelins. Also, Hundi, Hundi. Ja, nee, Sam heißt eigentlich. Wir haben schon den Namen Sam ausgesucht. Also den Zusammenhang habe ich in dem Punkt jetzt verstanden, dass der Vater von ihr, der Professor war, der das alles herstellt, der daran der das entwickelt hat und chemische Experimente gemacht hat und jetzt, und er wurde entführt, um seine Experimente, so stand es ja auch da, denn dem Krieg zu übergeben sozusagen. Okay. Okay, das ist natürlich jetzt nicht bitte. Okay. Gut, einen Text lesen. Leben und Tod des Zeppelins. Zunächst waren die Zeppeline den Flugzeugen technisch überlegen. Doch sollte sich das im Kriegsverlauf ändern. Die Schwachstelle des Zeppelins war seine gewaltige wasserstoffgefüllte ballonartige Hülle. Dieses leicht entzündliche Gas ist leichter als Luft und ermöglicht es, dem Zeppelin zu schweben. Aber schon der kleinste Funke genügt, um einen Feuerball zu entfachen, der den Zeppelin unausweichlich zum Absturz bringt. Von 92 im Krieg eingesetzten Zeppelinen wurden 68 zerstört. Krass. Mensch ohne Gesicht. Warum? Ist mir die Sicht so bekannt. 20 Millionen Verwundete wurden während des Ersten Weltkriegs in allen kriegsteilnehmenden Ländern erfasst. 20 Millionen. Die überwiegende Mehrheit der Verletzungen, 70%, geht auf Granatsplitter zurück. Nur 1% stammte von Stichwaffen wie dem Bajonett. Häufig wurden den Soldaten der Kiefer oder die Nase weggerissen oder sie verloren ihr Augenlicht. Dank der rasanten Fortschritte der Chirurgie konnte das Leid vieler dieser völlig entstellten Menschen noch nach dem Krieg ein wenig gelindert werden. Man nannte sie auch Zermalmte, na toller Spitzname, oder Menschen ohne Gesicht. Also das zweite, ja okay, aber das erste, okay, krass. Jungfrau Maria und Schatulle. Eine Schatulle mit einer Figur der Jungfrau Maria, ein weiteres Beispiel für die Kunst in den Gräben. Um ihre Langeweile Herr zu werden, begannen die Soldaten alles zu verarbeiten, was ihnen in die Hände fiel. Nicht explodierte Munition, leere Behälter und Splitter wurden in Objekte des täglichen Bedarfs verwandelt und einem weniger kriegerischen Zweck zugeführt. Auch nicht schlecht. Okay, also haben sie sozusagen geformt aus alter Munition. Krass, also der Text mit dem... Boah. Jo, noch eine Spritzerin. Er hat eine Munition im Arm oder so.
Ja, yeah, fertig. Gewonnen hätte ich was gesagt. Wir haben sie schon, ihm helfen können. Die Quellgatte. Hä? Hey! Achtung! So, ihr Lieben, ich verabschiede mich für heute. Bin echt müde. Habt noch viel Spaß. Schatz, vielen Dank. Schlaf schön, kuschel dich schon ein, ja. Und in Gedanken bin ich bei dir, ja. Ich lieb dich. Schlaf schön. Bis morgen früh. Oder morgen Vormittag, morgen früh werde ich sicherlich länger schlafen. Hi! Bis denn, sagt er. Krasse Kulisse. Oh, wir brauchen einen Hebel. Hier ist was zum Aufheben und zum Lesen. Brief eines Soldaten, Reims. 14. Juni 1915. Liebe Emma, wir sind auf dem Rückzug. Unsere Position ist nicht zu halten. Keine Sorge, mir geht es gut. Wir überlassen Reims dem Gegner. Reims ist eine wunderschöne Stadt. Ich hoffe, zu Hause läuft alles gut und du kümmerst dich gut um unsere Eltern. Ich hoffe, die Gefangenen arbeiten ordentlich für dich. Auf bald, Siegfried. Er will nach Hause und erzählt was von den Gefangenen. So nicht schlecht, oder? Ungünstig. Aha. So, wir sind auf der... Ach, das ist doch der, diese blöde... Eieiei. Muss ich... Okay. Karl! Beruhig dich, mein Freund, beruhig dich. War der jetzt richtig? Hätte ich vielleicht erst hochklettern sollen? Warum holt der jetzt die Dose? Wir bringen doch her, das Ding. Ich habe noch keine Ahnung, für was die Dose ist, aber ist auch egal erstmal, glaube ich. Wir nehmen sie erstmal mit. Ja. Ah, okay. Was haben wir hier Schönes? Also, in der Industrie würde ich jetzt sagen, das ist ein Körner, ja. Nee, nicht schreien. Tabulator-Taste. Ein Spieß? Okay. Diese Spieße wurden aus Zeppelin oder Flugzeugen auf die Gräben herabgeworfen. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit konnten sich die massiven Spitzen durch alles bohren, was zwischen ihnen und dem Boden war, inklusive Helmen und Schädeln. Okay, gut, dann ist der Spieß. Ein Körner würde genauso machen. Wo ist die Granate jetzt hin? Ach so. Okay. F1. Für Hilfe. Ich brauch grad keine Hilfe. Sieht doch alt in Süd aus, wie sie an, was der jetzt will. Ach, hier ist der Dings. Okay.
Können wir das mal nochmal machen, bitte? Krasse Teil. Aber jetzt ist Karl da. Wo ist der Vater und wo ist der Dr. Dings? Komm ich drauf? Ja. Oh. Ich hab falsch gedrückt. Jetzt hab ich ja Glück gehabt gerade. Oh nee, jetzt hat er den mitgenommen. Hi. Ja, nee, ist klar. Ach, da drüben ist er, okay. Ach, jetzt bin ich okay. Warte mal. So, jetzt bin ich hinten, okay. Achso, jetzt bräuchte ich den Hund. Warte mal. Hey, Walt. Shoot, Walt. What? Hey, hey, how do you eat? Musste jetzt einfach sein. Also ich bin der Meinung, dass er da hinten jetzt den Sprengsatz. Oh, die 2 brauche ich. Na, okay. Ja, wo ist der? Der Hund? Wo ist er? Hier. Ach nee, so. Eigentlich verstehen. Warum kommt er denn jetzt nicht mit gerannt unten? Volle Pier. Was denn jetzt? Ah, okay. Okay, wir müssen jetzt zurück, denke ich mal. Ja. Und jetzt muss er wieder unten durch den Tunnel durch. Genau. Genau, und jetzt kriegt er den. Merci, mon ami. Merci, mon ami. Jawohl.
Jo. Was ist jetzt, was? Den Hike jetzt, den Hike wird jetzt wieder versaut, oder? Hat ihn das versaut schon? Na, so ähnlich, oder? Warte mal. Ah, ich hätte den erst schmeißen müssen. Oder? Falsch immer. Der liegt ja... Ja, jetzt klickt das Lubik ganz leicht. Warte. Ruhig mal ran, das Ding. So. Pass auf, jetzt sieht's los hier. Nein! Ausjang. Aber so war es, glaube ich, schon richtig. War aber zu langsam. Weil ich ganz einfach, ich glaube, ich weiß es. Also ich weiß nicht, ob ich es weiß, aber... Jetzt. Machen wir gleich erstmal dreimal Dynamit oben drauf gehabt. Ist egal. Oh, kaputt. Da steht die Taxe. Also ist Dingens nicht weit. Und genau, da ist Karl. Da ist jetzt natürlich blöd. Der Sieg besaß für Anna einen bitteren Beigeschmack. Der schwer verletzte Karl wurde in ein Gefangenenlager gebracht. Ihr Vater befand sich in der Gewalt des Barons von Dorf. Und Emil war wegen Fahnenflucht angeklagt worden. Doch angesichts seiner Tapferkeit in Reims wurde Emil glücklicherweise begnadigt. Doch nur, um an die Front zurückzukehren. Februar 1916. Der Winter war über die Front hereingebrochen. Nach ihrer Rückkehr in die Armee wurden Emil und Freddy in der Nähe von Verdun stationiert, wo sie wie so viele andere unter der bitteren Kälte litten. An diesem Morgen erweckte die Ankunft der Post neue Hoffnung. Doch Maries Brief brachte keine guten Nachrichten. In Saint-Mihiel litt man unter Hunger, unter Krankheit. Und die Zahl der Toten stieg. Doch inmitten all der Trostlosigkeit gab es einen Hoffnungsschimmer. Ein Foto seines Enkels, Victor, der aufrecht auf beiden Beinen seine ersten Schritte tat. Ist das schon so groß? Bravo! Hallo!
Don't worry, friend. Krass. Alter Schwede. Jetzt ist der Enkel schon so groß. Wie lange sind wir denn schon? Na, wir haben 1914 sind wir los. Hey. Die Versorgung der Frontsoldaten. Ah, jetzt. Ich habe mich gerade schon gefragt, warum die blaue Uniform anhaben, aber jetzt verstehe ich schon. Millionen Menschen an der Front mit Nahrung zu versorgen, war ein gewaltiges logistisches Problem. Die ursprünglich vorgesehene Ration wurde ab 1915 vielfach auf die sogenannte eiserne Ration beschränkt, die aus kleinen Mengen Zwieback, Dosenfleisch und Gemüse, Speck und Kaffee bestand. Gegen Ende des Krieges wurde das Fleisch teilweise gänzlich gestrichen und das Brot mit Holzspänen gestreckt. Alter, what? Okay. Häufig erreichte die Nahrungsmittel die Soldaten an vorderster Front gar nicht, so dass die Männer in den Schützengräben oft mehrere Tage ohne Essen und Trinken auskommen mussten. Denn sollten sie noch Kraft haben zum Kämpfen. Ja, genau. Das zweite Kriegsjahr. Seit mehr als anderthalb Jahren war die Front erstarrt und es hatte keine nennenswerten Geländegewinne mehr gegeben. Auf beiden Seiten waren wiederholt Versuche unternommen worden, die gegnerischen Positionen zu durchbrechen. Doch vergeblich. Das Jahr 1915 sollte für die Frontsoldaten das mörderischste werden, als die Konfliktparteien versuchten, sich gegenseitig ausbluten zu lassen. Gegen Ende des Jahres 1915 kam es zu ersten Engpässen beim Nachschub von Truppen, Nahrungsmitteln und Munition. Also jetzt ist langsam klar, wo wir uns hinbewegen, warum der Enkel jetzt schon größer ist und. Ja, wir sind jetzt Ende 1915, das heißt, wir haben jetzt anderthalb Jahre schon durch gerade. Der Stacheldraht. Erfunden wurde der Stacheldraht im Jahre 1874 zur Abgrenzung von Weideland. Das wusste ich noch nicht, okay. Schon bald wurde er auch in bewaffneten Konflikten benutzt, doch den Durchbruch erfuhr er während des Grabenkriegs. Millionen Tonnen wurden im Niemandsland zwischen den gegnerischen Schützengräben ausgerollt. Auf beiden Seiten suchte man aber zugleich nach Gegenmaßnahmen in Form von Drahtscheren und Wurfhaken, wobei sich Artilleriebeschuss als das wirkungsvollste Mittel erweisen sollte. Die Bilder von im Stacheldraht hängenden Soldatenleichen sollten sich als Sinnbild für die Grausamkeit diesen Krieges auf immer ins Gedächtnis einbrennen. Also ich kenne ein Bild, was sich in meinen Kopf eingebrannt hat. Nicht, weil ich es selbst ja miterlebt habe, da war ich noch viel zu klein. Aber das Bild, wenn man sich Filme aus so einer Wende anguckt oder Dokumentationen, gibt es nur eine Szene, wo jemand im Stacheldraht hängen bleibt. Ja. Und der ist, boah. Die Schlacht von Verdun. Im Morgengrauen des 21. Februar 1916, ja, also wir sind schon jetzt, bewegen uns Richtung zwei Jahre. 1916 begann ein groß angelegter deutscher Angriff auf die Festungen rund um Verdun. Mit dem Ziel, den Franzosen so hohe Verluste beizubringen, dass sie in Folge zur Kapitulation gezwungen wären. Die Schlacht sollte 300 Tage wüten und 600.000 Menschenleben auf einer Fläche von nur 160 Quadratkilometern fordern. Mit 37 Toten pro 100 Quadratmeter ist das die höchste Verlustrate des gesamten Krieges. Wahnsinn, oder? 600.000, 300 Tage. Boah. Kriegsauszeichnung. Eben liest du noch sowas, war? Und jetzt liest du eine Kriegsauszeichnung.
Medaillen, Orden und Ehrenzeichen sind ein Mittel der Armee und des Staates, Soldaten für ihre Tapferkeit und Leistung auszuzeichnen. Die meisten Auszeichnungen des Deutschen Kaiserreichs gingen auf preußische Orden zurück. Der wohl bekannteste ist das Eiserne Kreuz, das während der Befreiungskriege gegen Napoleon gestiftet wurde. Das Eiserne Kreuz gab es ursprünglich in drei Klassen. War es zunächst sehr prestigeträchtig und wurde nur selten verliehen. So steigerte sich die Zahl seiner Träger ab dem Ersten Weltkrieg merklich. Aha. Okay. Tschüss. Wahnsinn. Aber meine Lieben, wir haben schon wieder was vergessen. Jedes Mal. Und es tut mir leid, dass wir jetzt auch diese wieder durchlesen. Karl ist noch am Leben. So, den hat man gelesen. Den aber nicht. Ich werde Anna nie genug dafür danken können, dass sie Karl nach dem Absturz des Zeppelins gerettet hat. Das Wissen, dass er nicht mehr an der Front, sondern ein Kriegsgefangener ist, hat mich beruhigt. Okay. Ich bin so erleichtert, dass er in Sicherheit ist. Ich hoffe, Marie kommt in Saint-Mélier trotz der Besetzung durch die Deutschen zurecht. Ist doch super. Alles lesen ist sehr spannend. Also ich musste lesen. Ich musste einfach lesen. Ich krieg's jetzt nicht zusammengebacken. Und 15. Juni ist selber Tag hier. Also es ist jetzt der Tag, wo der Zeppelin abgestürzt ist und wo sie ihn gefunden haben. Ich bin ein echter Glückspilz. Hier gibt es diese riesige Kathedrale, die mich an dich denken lässt. Sie haben mich zur Armee zurückgeschickt. Zurückgeschickt, Punkt. Das wird mir meine Suche nicht erleichtern. Ja, also er ist immer noch, denkt immer noch an seine Frau. Jetzt ist er zurück in der Armee und ist ja auch weiterhin auf der Suche. So. Also jeder hat so seinen Eintrag am 15. Juni 1915 gemacht. Ich hatte solche Angst, als ich heute den Abschuss des Zeppelins mit ansehen musste. Zum Glück war Vater nicht an Bord, weil ihn der Baron bereits in einem Flugzeug weggebracht hatte. Es ist mir gelungen, Emils Schwiegersohn zu retten, bevor sie ihn in ein Kriegsgefangenenlager geschickt haben. Seine Beine waren in einem kritischen Zustand. Ich begleite ihn, um dafür zu sorgen, dass er die richtige Pflege bekommt. Okay. Warte mal, sind wir hier noch... Oh! Oh! Hä? Haben wir irgendwas vergessen zu lesen? Wir haben hier was vergessen zu lesen. Na, okay. Jetzt ist es durch. Brauchen wir jetzt nicht zurückblättern. Bringt uns auch keine Punkte. Aha, den hatten wir auch gelesen. Da hatte ich den Zusammenhang noch nicht, warum wir den Wissenschaftler festgenommen hatten. Und jetzt verstehe ich es. 21. Juni 1915 ist die Frau von Karl ist es. Sie hier? Ja. Je größer er wird, desto mehr erinnert mich Viktor an Karl. Kein Tag vergeht, an dem ich nicht an ihn denke. Die Deutschen requirieren unsere Ernte. In Deutschland muss Nahrungsmangel herrschen. Es ist mir gelungen, etwas für den nächsten Winter auf die Seite zu schaffen. Ich kann das Ende dieses albernen Krieges kaum erwarten. Okay. Wahnsinn. Also meine Lieben, falls ich mal gehe, ja, nehmt mir das bitte nicht übel, aber ist ja schon ein langer Tag, ja. Ich ziehe mich dann immer aus der Kamera raus.